willkommen auf Susis Cooking-Kanal. Heute gibt es wieder ein Weihnachtsrezept und ich sage euch eins, eigentlich war ich schon komplett fertig mit meinen Videos. Ich habe bis Weihnachten 3 Videos die Woche für euch und hätte jetzt wirklich abgeschlossen, wenn nicht die liebe Tanja unter meine Marzipan-Nougat-Kekse drunter geschrieben hätte, ich soll doch mal die Latte Macchiato-Rolle ausprobieren vom Cookie Doo, die sei auch so gut. Und ich liebe auch alles, was mit Kaffee zu tun hat. Ich bin echt eine Kaffeetante. Und darum kann ich jetzt nicht anders. Die Latte Macchiato-Rolle wird jetzt noch verfilmt und die kommt auch noch irgendwo mit rein. Dann gibt es halt einmal 4 Videos in der Woche. Ich kann euch auch nicht helfen. Ich muss das mit euch teilen. Und ich lese euch mal vor, was ihr dafür braucht. Ihr braucht 2 Esslöffel Kaffeepulver löslich, 2 Esslöffel Kaffeelikör lauwarm, 100 Gramm Zucker, 125 Gramm Butter, eine Prise Salz, 190 Gramm Mehl, 30 Gramm Speisestärke, einen Teelöffel Weinstein Backpulver, 2 kalte Esslöffel Wasser, 30 Gramm gemahlene Mandeln und für außenrum 5 Espressobohnen, 3 Esslöffel braunen Zucker und einen Esslöffel Milch. Mein Kaffeegemisch habe ich mir jetzt schon hergerichtet. Das ist jetzt wirklich, also das ist der Kaffeelikör und löslicher Kaffee. Also ich habe da so ganz einfachen vom Herrn Aldi. Den habe ich schon ewig, immer nur wirklich zum Backen oder wenn ich so irgendwas brauche. Und den Kaffeelikör, den haben wir vermischt, jetzt lauwarm aufgelöst und der steht jetzt da und ansonsten habe ich mir bisher nur die Zutaten hergerichtet. Ich habe auch bei der Tanja extra nachgefragt, weil da drin steht Espressobohnen, ob die wirklich die Kaffeebohnen meinen. Also da war ich mir jetzt nicht ganz so sicher für die Hülle, aber sie sagt ja und es gibt einen sehr guten Crunch und darum probieren wir das jetzt aus. Tanja, ich bin gespannt. Zumal das wieder ein Plätzchenrezept ist, wie ich euch dieses Jahr schon so viele gezeigt habe, wirklich nur zum Runterschneiden. Und sowas liebe ich einfach. Ich habe die Nougat, die Marzipan-Nougat zum Beispiel jetzt schon 2-mal gebacken. Und das ist halt bei Akku, die gehen halt rucki zucki. Das ist, und sowas mag ich einfach. 100 Gramm Zucker. Da werde ich jetzt wieder meinen Miximizer einsetzen von Wundermix. Falls für Weihnachten immer noch jemand bestellen will, Susi 5, der Code fürs gesamte Sortiment. 10 Sekunden auf der Stufe 10 wird der Puderzucker gemahlen. Den sollen wir jetzt mit dem Spatel nach unten schieben. Brauchen wir nicht nach unten schieben, weil mit dem Miximizer ist eh alles unten. Dann kommen 125 Gramm kalte Butter dazu. Eine Prise Salz, 190 Gramm Mehl, die 30 Gramm Speisestärke, sowie das Backpulver habe ich jetzt bereits hier in einer Schüssel. Die 2 Esslöffel eiskaltes Wasser, die hole ich jetzt gerade, bringen wir auch mit rein. Dann wird das Ganze 15 Sekunden auf der Stufe 5 zusammen vermischt. Die Hälfte des Teiges holen wir jetzt aus dem Mixtopf raus. So schaut das jetzt aus, richtig schön verkrümelt. Ich hole mir jetzt das Ganze raus, dann kann ich es besser aufteilen. Also ich hole mir das jetzt raus, stellen wir es hin und schneiden mir dann die Hälfte ab. Also ich habe mir jetzt den ganzen Teig rausgeholt, habe mir so eine Rolle gemacht und habe sie dann halbiert. Ist für mich einfacher und ich sage euch eins. Ich sehe jetzt schon, dass der Teig mega schön zu bearbeiten ist. Freue ich mich drauf. In den verbliebenen Teig kommt nämlich jetzt unsere Espresso-Mischung. Heute habe ich eigentlich da die Mandeln vergessen. Ne, die kommen jetzt dazu. Also hier kommt die Espresso-Mischung. Freue ich mich. Und 30 Gramm Mandeln gemahlen.
Und das wird jetzt nochmal 4 Sekunden auf der Stufe 5 zusammengerührt. Das ist jetzt der dunkle Teig, den hole ich mir jetzt auch raus. Der ist natürlich etwas weicher, sage ich mal, nicht flüssig, sondern weicher. Darum hat der auch die Mandeln noch dazu bekommen. Ihr seht jetzt, hier ist der dunkle Teig und der ist wirklich ein wenig klebrig. Also da habe ich jetzt unten ein bisschen Mehl drauf und jetzt schauen wir mal, wie viel wir brauchen, um auch hier eine schöne Rolle zu formen. Aber ich glaube, das schaut ja immer schlimmer aus, wie es ist. Dementsprechend geben wir jetzt einfach ein bisschen Mehl dazu, bis wir auch eine Konsistenz haben, mit der wir arbeiten können. Aber ihr seht, das geht eigentlich ganz gut. Jetzt sollen wir so eine ca. 25 cm Rolle formen von beiden Teigen. Also der erste braucht bei mir nichts mehr, der lässt sich sehr schön verarbeiten. Natürlich ist mein dunkler doch wieder dicker wie der helle. Keine Ahnung, was ich immer mache, echt. So liegen die beide jetzt da und die sollen wir jetzt miteinander verschlingen, so wie ich das gesehen habe. Umeinander schlingen, genau. Das machen wir jetzt einmal. So haben wir die jetzt verschlungen und jetzt rollen wir nochmal, ich gebe ein bisschen Mehl noch her. Jetzt rollen wir nochmal, dass sich die zusammen verbinden, quasi nochmal trotzdem so wie eine Rolle. Wenn ihr mehr Platz habt, geht das bestimmt einfacher. Ich habe jetzt immer wieder ein bisschen Mehl dazu, bis ich so eine Schlange gehabt habe. Es sind mit Sicherheit jetzt weitaus mehr wie 25 cm. Und die wickeln wir jetzt in Frischhaltefolie ein und geben sie für mindestens 3 Stunden in den Kühlschrank, bevor wir dann weitermachen mit dem Runterschneiden und mit dem Backen. Also in Frischhaltefolie wickeln und ab im Kühlschrank. Die Kühlzeit von meinem Teig ist jetzt fast vorbei. Mein Backofen ist aufgeheizt auf 190 Grad Ober- und Unterhitze. Und ich würde sagen, wir fangen mal schon an mit der Hülle, die wir dann noch brauchen. Hier ist jetzt der braune Zucker. Und jetzt geben wir in den Mixtopf 5 kleine Espresso-Bohnen. Ich gebe natürlich bei so einer kleinen Menge jetzt wieder den Mixi-Meißel hinein. Und die werden jetzt 4 Sekunden auf der Stufe 6 zerkleinert. Das ist echt wenig. Und die kommen jetzt zu dem Zucker. Werden jetzt mit dem Zucker hier vermischt. Und die Tanja sagt, das ist dann wirklich ein super leckerer Crunch, den wir außen um die Cookies haben. Ihr seht jetzt hier meine Teigrolle, die ich gerade aus dem Kühlschrank raus habe. Und hier ist der Zucker mit den Bohnen. Jetzt bestreichen wir, ich habe die Rolle halbiert, damit ich sie einfach schöner wälzen kann in meinem Zucker-Bohnen-Gemisch. Jetzt bestreichen wir die Rolle mit Milch, einfach damit der Zucker gut haftet, rundherum, und geben sie dann durch die Zucker-Bohnen-Mischung, damit es schön umhüllt ist außen. Hier steht schon mein Backblech hergerichtet und jetzt schneiden wir nur noch Kekse runter. Wie dick? Weiß ich gar nicht. Normale Stärke halt. Das ist jetzt die Hälfte vom Teig, so schaut es jetzt aus. Und so gehen die jetzt, wie schon vorhin gesagt, bei 190 Grad mittlere Einschubhöhe 12 bis 13 Minuten in den Backofen. Das erste Blech von der Latte Macchiato Rolle von den Keksen ist jetzt draußen. Und ich weiß, wenn ihr das riechen könntet, oh, schaut mal, wie schön die ausschauen. Auch außen mit der Knusperhülle. Tanja, ich bin so froh, dass du mir die noch empfohlen hast, echt. Und jede schaut ein bisschen anders aus. Also echt, richtig, richtig schön. Ab und zu mal am Rand ein kleiner Bohnensplitter.
Entschuldigung. Echt super, super schön. Bei mir haben jetzt genau 12 Minuten ausgereicht im Backofen. Und ich freue mich total, wirklich, dass ich sie noch ausprobiert habe und schiebe die jetzt auf jeden Fall noch an irgendeinem Tag für euch rein für Weihnachten, weil die gehen eigentlich immer. Ich kann auch nichts dafür. Ihr habt bestimmt auch schon aufgehört zu backen. Ihr schreibt mir dann immer, ach Susi, jetzt muss ich nochmal anfangen. Ja, müsst ihr, weil die müssen eigentlich noch mit auf den Teller. Danke Tanja und ich sag Servus und Pfiat euch. Bis bald.